Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Folge My Time at Sandrock. Wir sind hier noch in der Hauptmission mit den Gigglers und schauen uns das Ende an. Viel Spaß! Naja, ich meine das Ende von Hauptmission. Wie lang das Spiel ist, weiß ich nicht. Ist auch toll, dass man hier tatsächlich überall speichern kann und einfach am nächsten Tag weitermachen kann. So, bevor wir das aktivieren, gehen wir nochmal hier weiter. Öffnen erstmal die Kiste. Ah, dann macht wahrscheinlich nur hier das Ding auf. Ist ja nicht so schlimm. Oder müssen wir jetzt komplett nochmal rumlaufen? Nee. Hammer time. Platz. Ah, bisschen gefährlich hier auf dem Strom. Oh. Ah, das schön. Sehen, wie ich schön ausgewichen bin. Kurz einen Blick auf ihn werfen. Der nimmt ja auch jeden Müll mit hier, der Kollege, der am Spielen ist. Aber ist ja nie. Unten ist wieder mein geliebter Müllberg. Na, einmal noch. Um mich zufriedenzustellen, nein. Ach. Gut, wir haben uns gerade geheilt. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich ein Boss kommen. Nehme ich an. Keine Kontrolle? Dang, I hate to say this, partner, but I think our only way out of this thing is on the other side of that room, with all the gigglers. It looks like they're all paying attention to that big guy, though. I bet we can sneak past him. Follow my lead. Sind wir mal mutig, ja? Captain Katze. Save yourself. We're done for. Ah!
according to plan. I knew we should have gotten rid of that button. No matter. I'll destroy you myself. On guard. Ah, komm. Wow. Der meint's ernst. Komm nicht raus, ich kann ja springen. So, jetzt aber. Nee, jetzt nicht. Ich muss auf die letzte Attacke warten von ihm. Und das ist die hier. Das kann ich zuhauen. Oh. Jetzt habe ich dich gebrochen. Zack. Oha, hast du so gedacht, ne? Oh, er hat mich erfasst. Ah, okay. Haben wir dich, ja? You fight well, humans, but you are too late. Our plan is already complete. Behold! And now to take over Sandrock, and then the world! Hey, wait! Wo kommt das Pferd her? Na gut, der Boss wäre noch einfacher gewesen mit einer Fernkampfpistole. Aber ich mag den Nahkampf. Take my hand. Sandrock, prepare to meet your new master. Haben Sie nicht selber die Teile da rausgenommen? The Geeglers are running for the hills. We won, Sheriff. Let's go back and talk to the old minister. I guess we'll have to take that trolley again. So that's what happened. My goodness, sounds like you folks went through heck and back. I'm glad y'all are safe and sound. That Geegler train sure did some damage to our bridge, though. I'm having Heidi assess the situation right now. I'll be calling a special town meeting to talk about it once we're sure what to do next. You've done the town proud, scaring away the Geeglers. Mighty heroic. Get some rest now, you hear? Yay. I didn't do anything. Na, schauen wir uns doch mal schnell die Hose an. Unsere schöne Hose hat 6, 368, HF, weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Kritische Chance, ja. Dip, 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 dip. So, die Zeit läuft wieder. Wir können auch den Rest des Tages nutzen, tatsächlich. Das ist ja mal super. Was haben wir denn hier an Aufträgen? Also bis nächste Woche und das war das. Okay, super gut. Super.
können wir ja heute vielleicht noch in die Ruine gehen. Oh, viele Aufträge. Hartholzdielen. Filterkern. Haushaltswiederverwerter will er haben, den habe ich nicht mal selbst gebaut. Kollege. Vielleicht kann ich das jetzt so machen. Nehmen wir doch mal die Deal. Habe ich nicht vielleicht sogar schon 3 Stück liegen? Irgendwo? Oder zumindest einen? Ah, jetzt so für 3 Missionen? Scheint es dann schon in sich zu haben. Ich sollte vielleicht das nächste Mal auch eine annehmen, einfach und dafür sammeln und tun. Sonst falle ich hier noch irgendwie zurück, habe ich das Gefühl. Spiel. So, Hartholzdiel. Das ist schon mal 2 Stück. Also. So, alles rüber. Zum. Ah, so. Ich habe vergessen zu verkaufen. Nein. Eieieiei. Den Diamanten lege ich auch mal weg. Da sind sie doch. Perfekt. Legen wir die Bomben weg. Gut. Haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Was machen wir hier? Ein paar Kupferstangen. Kupferstangen brauchen wir wirklich nicht mehr viele. Brauchen wir eher schon wieder Marmorziegel und Bronzestangen. Wir haben noch einen Kupferschrott. Eieiei. Gar nicht gut. So, das könnten wir schon abgeben. Aber wir laufen jetzt mal in Richtung Ruine. Was ist das? Was? Busrahmen? Eisenschrott? Oh ja, ich brauche Eisen. Damit kann ich mir besseres Werkzeug herstellen. Und ich kriege hier einfach Bronzestangen raus. Wow. Toll. War echt cool. Ja, ich brauche den Schrott. Da habe ich auch mehr im Betrieb. Werkstatt. Wow. Das habe ich natürlich wenig Ausdauer. Ich bin gespannt, was aus dem Eisenschrott rauskommt.
das Ding unten rechts, das ist es, was wir brauchen. Das sind ja irgendwie drei verschiedene. Ich verstehe es nicht, muss ich dann nicht hier auch schon Teile davon bekommen haben müssen? Ich glaube, uns fehlte der erste Teil von dem Relikt. Für den Kui. Dass wir auch gar nichts verpassen. Vielleicht finden wir hier auch Eisen, wenn wir weit genug kommen in den Ruinen. In den nächsten Ebenen. Kann ich mir gut vorstellen. Mal kurz umgucken. Ne, nichts Gelbes. Schade. Wo muss ich denn lang? Irgendwie glaube ich nicht, dass hier nichts ist. Das ist ja komisch. Gibt's doch gar nicht. Ah, hier. Ah, nicht gleich alle auf einmal. Oder doch? Keine Bombe oder so, die mir den Weg erleichtert nach unten, nein? Ah, gut. Dann fangen wir einfach hier an. Flussbrücke Stück 1. Nicht das, was ich wirklich brauchte, aber okay. Kerzenleuchter, goldener. So wirklich. Nee. Nee. So, wo kommt denn hier raus? Flussbrücke Stück 4. Alte Teile. Ah, ich muss ja so hier irgendwie so querbeet rein. Ah. Der Ausdauer wird's auch knapp. Flussbrücke Stück 3, Stück 4. Montierung Teil 1. Ich glaube, ich hab's. Und wir können noch die nächste Ebene. Nee. Ich hoffe, dass ich richtig liege. Gut. So, haben wir hier ein neues Erz oder so? Scheint nicht so der Fall zu sein. Bis jetzt. Flussbrücke Stück 3. So. Da wäre gut was rausgeholt, auf jeden Fall. Ah, was schaffen wir noch? Das Stück hier. Alles klar. Raus hier. Wieder ganz schön viele Teile. Nehme ich gleich mehr mit ins Museum?
Ui. Ah, ich denke, das verschieben wir mal schön auf morgen. Wiederverwerter. Oh, dafür brauche ich den Haushaltswiederverwerter. Alles klar. Ich habe verstanden. Da ist er ja. So, können wir den jetzt schon bauen? Ja. Ja. Blutsteinsäge, Bronzerahmen. Mhm. Derzeit können wir ja wieder ein bisschen Gummischrott machen. Super, 7 Stück. Aus? An. Okay. Eine. Brauchen wir... wie hieß das? Wie komme ich da nochmal hin? Ah. Bronzenieten, ja. Brauchen wir noch 6 Stück. Ja, ja, so. Oh, wir haben schon so wenig Bronzestangen. War schon eine gute Idee mit dem Doppelgemoppel hier. So. Das hätten wir. Brauchen wir nur... noch die Bronzerahmen, da haben wir das Ding. Perfekt. Was haben wir denn hier reingemacht? Ich vergesse es immer wieder. Teil 2. Teil 3. Ich habe das hier sortiert, aber hier, 1, 2, 3, jawohl. Machen wir jetzt die Brückenteile. 1, 3, 4. Okay, es fehlt die 2. Super. Jetzt geht's ab ins Bettchen, damit wir wieder den Ruhebonus bekommen. Wenigstens einen kleinen. Oh. Ja, wegen dem Anschlag auf die Brücke ist der Preis für Wasser um 50% gestiegen, stand da. Brauche ich dann den normalen Verwerter noch, wenn ich den Haushaltsverwerter habe? Lohnt sich das, 2 Stück zu haben? Gut. Wie auch immer sie heißt. Yay. Das tut mir aber leid. Du verdienst es, sich auf dem ersten Platz zu sein. Rahmen. Ach, die Nieten sind ja immer doppelt, wenn man die herstellt. Ups. Macht nichts. Schön.
Ja. Schon den Teil rausgeholt. Hey. Oh, da braucht er aber auch ganz schön Platz. Kann sich ja zwischen den Dingern ja auch bewegen. Hier ist ein gutes Plätzchen. Ah. Und da ist das Eisen in Betrieb. Hey. Post. Von der Kirche. Ja, heute um 8. Naja, das ist um 18 Uhr die Besprechung wegen der Brücke. Wahrscheinlich unsere nächste Hauptmission. Ich hatte ja gehofft, dass die Seilbahn schon reguliert, dass wir weniger fürs Wasser bezahlen. Ich habe ein paar neue Samen, die ich dir geben will. Komm bei der Feuchtigkeitswarn vorbei, wenn du in der Nähe bist. Okay. Da du ein Mensch mit einem anspruchsvollen Geschmack bist, der auch gerne Schrott zerlegt, dachte ich, du solltest das wissen. In letzter Zeit ragt eine Menge Eisenschrott aus dem Sand. Du solltest losziehen und dir welche holen, solange es noch geht. Mhm. Meine Jungs und ich haben schon einen Haufen davon auf unserem Schrottplatz gelagert. Du kannst ja auch etwas davon nehmen, wenn du willst. Der Deal ist derselbe wie immer. Toll. Also hier hätte ich jetzt dann auch erfahren, dass ich endlich Eisen holen kann. Das werden wir wahrscheinlich auch brauchen, damit wir bestimmte Sachen abbauen können, die wir wahrscheinlich für die Hauptmission jetzt brauchen werden, ist ja klar. So, unsere Belohnung für unseren Rang 2, ja? Dein Freund und Vorgesetzter. Das wollte ich auch gar nicht lesen. War mir schon klar, dass du nur wahrscheinlich nur Unsinn drin steht. So. Was ich aber ablegen will, sind diese. Diese Währung. Habe ich sie nicht irgendwo hingetan? Doch, da. 44. Ah. Ich bin ja ein bisschen traurig, dass sie nicht auf dem dritten Platz wenigstens war, oder? Hallo. Hier ist was mit einer anderen Mission. Ob es blau ist? Ich habe ja eigentlich gar keine Zeit für sowas. Na klar, für oben habe ich immer Zeit. Kleine Essenskrise. Sicher. Okay, Weizen euch anbauen, ist klar. Hat er mir jetzt 10 Weizensamen mitgegeben? Ist aber auch teuer mit dem Wasser. Ups. Aufwachen. Schlaf mit. Bitteschön. Kann ich das Haus auch vergrößern? Frage ich mich. Kurz einen Blick auf die Karte werfen. Das zu Hause. Ah, beim Pferdeladen. Bei Sieg. Okay. Alles klar, dann schauen wir da in der nächsten Folge am besten vorbei. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Ciao, ciao.